8 Leben und ich stehe hier gerade bei der Quest. Also ich habe die Quest hier angenommen, aber ich stehe davor. So. Das ist gerade noch 45. Ich mache solo ein oder zwei Quests, wenn ich die schaffe, dann ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Mit 8 Leben, ob ich da eine Quest starten kann, muss, will, weiß ich nicht. Pfeife ich mir erstmal eine Schmerztablette hinter, die hilft erstmal. Ja, ist ja gleich. Ich weiß gut gar nicht, tu die Schmerztabletten immer noch Wasser abziehen, wenn du die benutzt? Ja. Nicht wenig, meins sinkt gerade extrem, ich bin sowieso durstig. Gebäude, wo ich hier die Quest drin habe, das sagt mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Ich habe keine Ahnung, wo hier der gute Loot ist. Hier muss ich erstmal suchen. Aber du machst doch eh die Quest, oder? Du machst doch eh nur die Quest. Ja, ich mache bei der Quest selber hole ich mir nur das, was ich brauche. In dem Moment die Fetch. Aber den guten Stuff hole ich mir dann, nachdem ich die Quest abgeschlossen habe, trotzdem, weil wenn ich das halt vorher mache, habe ich halt nochmal die Angst, dass ich jetzt rausfliege, bevor ich die Quest erfüllt habe. Und deswegen mache ich auch, wenn es möglich ist, nur Fetch-Quests. Habe ich zwar mit Stengert auch, aber ich vermute mal, da lag es nicht nur an der Stadt, sondern auch an dem Gebäude, wo wir waren, dass mein PC das einfach nicht gepackt hat und ich habe quasi, bin in das Gebäude rein und kaum hatte ich einen Fuß in das Gebäude, hatte ich Standbild und bin rausgeflogen und dann war die Quest für mich vorbei. Das ist natürlich doof dann. Ja. Oh ne, boah, da freue ich mich auf das Gebäude. Da habe ich auch immer so die Munition mit. Juhu, ich kann mir einen dritten Farmplot bauen. Hey, ich kann mir sogar zwei bauen. Yeah. Zwei Wasserspender, beide waren leer. Läuft. Ah, könnte die Quest jetzt nicht so buggy sein, dass man die annimmt und natürlich wieder das riesen Gebäude hier mit Yashi.
kenne mich absolut gar nicht aus in dem Haus hier. Wo ich überhaupt den Weg irgendwie finde. Oh, ein Schelm-Schauder-Rezept. Ich hätte den Scheiß-Aktenschrank fast übersehen, ey. Ich habe alles genug. So Jungs, wünscht mir Glück. Viel Glück. 53 Leben, mal gucken. Ich habe letztens mal mit dem Landmark drin war. Da wurde ein Hintern wund gesucht hier und die Füße wund gelaufen. Ja, so eine Fetch-Quest sind immer schon toll, ne? Ja, Fetch ist cool, aber weiß nicht. Also wenn ich jetzt so spiele, ja, aber ich glaube, wenn ich am Stream bin, dann werde ich jetzt auch immer Clear-Quest machen, weil das ist sowas von langweilig. Ja, wenn ich streamen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch was anderes machen. Wenn, gut, ich würde wahrscheinlich alles machen, weil ich einfach Bock drauf hätte und ja. Also ich spiele genauso, wie ich spielte, wenn ich nicht streamte. Denke ich. Außer ich kann mit jemand quatschen. Oder im Chat fragt jemand irgendwas. Oder mir fällt irgendwas ein, weil ich dann eigentlich nur für mich behalten würde.
Ja. Also eigentlich will ich mich unterhalten und nicht andere. Stimmt schon, ja. Aber dazu muss ich ihnen dann ja auch die Möglichkeit geben, mich mit, ja, sich mit mir zu unterhalten. Aber wenn ich dann mal 3 Stunden nichts sage, wenn ich allein bin. Oder auch nicht. Das Gebäude hier, wo ich gerade drinnen bin, kenne ich denn doch schon. Ich weiß zwar nicht, wie es gerade heißt, das ist aber mit so einem komischen Schießstand, wo Haufen Leichen drinnen liegen. Mhm. Und da kann ich mir gerade, wenn ich hier fertig bin, 4 Farmplots bauen. Klingt wie eine Szene von Tarantino. 5, mal gucken. Was heißt mal gucken, ich habe die doch auf Tasche. Ja, 5 Farmplots kann ich mir bauen. Geil. Das freut mich. So geil, 5 Stück. Hat 1,7 Kilometer zum Trailer, ist ja eigentlich nicht viel. Wenn ich aber noch einen Umweg von 2 Kilometer machen muss, ist das schon echt nervig. Die ewig runterfallen müssen bei irgendwelchen Quests. Hi Mel. Hat von euch irgendjemand Kraft, mal die Zeit anzuhalten, dass ich noch ein bisschen länger spielen kann? Leider nicht. Moin. Schade. Moin. Uli, ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem Sound nicht. Warum? Hört sich irgendwie komisch an. Welcher Sound? Twitch. Hier ist irgendwie lächeln und... Ja, das habe ich auch schon gesagt, aber ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ne? Ja. Also auch kommt der komplette Sound, nicht nur der Sprachsound, sondern auch der Game-Sound. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Wirklich kein... Da auch nicht der Profi. Ich hab's nur gerade schon, ich habe am Fernseher eingeschaltet und da war es extrem leise. Da ich gedacht, okay, aber das kann am Fernseher liegen. Oder Game-Sound.
Ach, nur der Game Sound? Okay, ich habe jetzt gerade nur den Game Sound gehört, wo ich kurz hier reingeschaut habe. Du aufgibst, dass hier mal Basie gleich die Waffe zieht. Muss krass sein, am Fernseher gucken. Wieso? Ja, so groß halt. Ja gut, da sitze ich. Am Ende ist es für mich größer, so gesehen, wenn ich am PC sitze, weil da habe ich 27 Zoll und sitze irgendwie so 30, 40 Zentimeter weg. Hm. Und mein Fernseher im Schlafzimmer hat 42 Zoll, aber da sitze ich halt 3 Meter weg. Ja, ich weiß halt nicht, woran das liegt. Wie gesagt, ich kenne mich sowieso absolut gar nicht damit aus. Ich wüsste halt nicht, woran das liegt. Weil bei mir ist der Sound ganz normal. Ist vielleicht was mit der Einstellung zu tun haben dann oder so, denke ich. Ihr müsst euch mal schauen in... Warte mal. Streamlabs kurz auf, da hat man ja unten bei Quellen hat man ja den Sound, vielleicht hat sich da was verstellt. Weil du hast ja auch einfach die Spielaufnahme wahrscheinlich drin, oder? Ich habe ganz normal Sound halt eingestellt. Also ich hab nichts schon. Vielleicht übersteuert. Aber warte mal, hören wir uns normal an, die anderen, die reden? Bitte? Die hören, wenn ich rede, hört sich das normal an oder hört sich das so an wie der Gamezone? Okay. Dann ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir eingestellt ist. Bei mir ist das im Grunde, ich habe nur Desktop-Audio und mein Mikrofon. Also wenn es irgendwas bei... Tito. Wenn es quasi in Streamlabs wäre, dann würdet ihr euch dann auch komisch anhören, wenn sich der Gamesound komisch an, wenn es an Streamlabs liegt. Verstehe ich, wie ich meine? Ja, etwas. Also ist was Seven meint, so hört sich's tatsächlich an, als ob irgendein anderer Soundmodus ausgewählt wäre und dadurch das komisch rüberkommt. Ja, kann ich ja später nochmal gucken, weil, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, wo das sein soll. Wie gesagt, ihr könnt mir hier einen vom Pferd erzählen, ich habe keinen Plan davon. Ja, ich meine, es könnte schlimmer sein. Ach, wie oft das Chemierezept droppt, das ist ja unfassbar. Hat irgendjemand von euch Art of Mining 7? Ne, aber kann ich ja mal ausschauen dann halt. Würde ich gut für zahlen. Dann muss ich das dringend finden. Bulli, gibst du mir das? Bitte? Ich sah, der muss ich das finden. Bulli, gibst du mir das? Was? Das war gerade Sarkasmus. Ach so. Landmine hat gesagt, er will dafür gut zahlen. Ich brauche Jetter und dass ich mir ein bisschen was kaufen kann. Und wenn du natürlich das finden solltest, gibst du es mir, dass ich ihnen das verkaufen kann. Weil ich, dass ich gut zahle und zwar für Sniper 1 zahle ich auch gut. Okay, ich schau mal.
Vielleicht kann er gleich mal gucken, wenn ich hier fertig bin mit dem Gebäude, weil finde ich die Einstellung ja. Wow, was hier los ist, ne? Das ist krass. Das mit dem Streamlabs ist echt nicht ganz einfach. Ich habe das gleiche Problem bei mir, dass ich wohl leise bin und einfach nichts ändern kann. Hast du über Windows vielleicht? Nee. Da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Das hat ein bisschen geholfen, aber es ist halt auch immer schwierig, weil irgendwann wird dann bei mir alles viel zu laut und dann platzt mir fast das Trommelfell. Also, ja. Headset hat auch noch einen Lautsprecherregler. Genau, das ist aber auf beziehungsweise, nee, bei mir Stärke. Bei mir nicht, wenn ich darüber regel, regelt sich automatisch die Windows-Lautstärke. Nee, ich loot ja nicht hier drin, weil, wie gesagt, ich hab ja so alles. Das, ich schmeiß ja auch hier so Nitrat und Kohle, schmeiß ich ja weg, was hier so droppt, weil, wie gesagt, ganz ehrlich, ich brauch das nicht. Das kann ich dann auch durchs Buddeln erfahren. Ich nehme nur Sachen mit, was ich so wirklich interessant finde und fertig. Selbst ein Moped oder ein Auto wäre viel zu klein. Da müsste es ja unterwegs die Quest abbrechen und dann nach Hause fahren. Alles so viel Zeug wie zu looten gibt. Bestimmt. Hat irgendjemand Bock auf diese Ball Cap Mod? Diese Baseball Cap Mod? Nee, danke. Nee. Ich bräuchte es jetzt gerade auch nicht. Danke. Von einer 1er eiserne Feueraxt auf eine Stufe 4er Stählerne, das ist schon mal ein geiler Sprung. Ja, auf jeden Fall. Selbst umgekehrt, also von einer 4er Eisen auf 1er Stahl ist in der Regel deutlich besser. Na, ich habe, also ich habe die eiserne relativ zeitig, sage ich jetzt mal, gefunden gehabt. Zwischendurch nie irgendwas wieder gefunden gehabt und jetzt gebe ich gerade meine Quest ab und kriege eine stählerne Feueraxt als Belohnung. Das läuft. Ja, das stimmt wohl, Punkt 7, aber wie gesagt, ich gehe hier nicht rein wegen den Loot, sondern einfach wegen der Quest, weil für mich sind die Abschlussbelohnungen von der Quest einfach nur, der Rest ist, weiß ich nicht. Vor allem, wenn du jetzt da zum Beispiel das Nitrat mitnimmst, dann läufst du am Ende mit 500 Nitrat raus. Da gehe ich kurz unter die Erde. Für 2 Minuten, dann habe ich auch 500 Nitrat. Nicht mal, brauche ich 30 Sekunden, dann habe ich 500 Nitrat. Ja, richtig. Obwohl, glaube ich, 30 Sekunden noch ziemlich übertrieben sind. Das sind aber 3-4 Schläge oder so, hast du es ja schon voll. Ja, vor allem, ja, klar, vor allem, wenn man die Skills auch noch alle voll hat, geht es ja noch viel schneller. Ich habe das gestern auch, wo ich gestreamt habe, habe ich einfach mal gefragt, ob die Leute denn sehen wollen, dass ich alles loote. Weil ich halt auch immer, bin einfach nur durchgerannt, habe die Zombies weggehauen und bin an den Küchen und so immer einfach vorbeigelaufen. Weil ich da halt schon weiß, dass klar, man kann mal Glück haben und zieht aus so einem Küchenschrank 50, 9 mm raus, aber das, die, aus den anderen ziehe ich lauter Gläser und Dosen raus und das brauche ich halt nicht. Es also ist halt einfach überhaupt nicht interessant für mich. Inzwischen lasse ich sogar oft den Haupt stehen. Weil es zu lange dauert, den aufzumachen. Ich weiß nicht, ich glaube mit der Alpha 16 und sowas, da habe ich noch alles gelootet, aber. Ab der Alpha 17, da war, weiß ich nicht, da war für mich einfach nur am Anfang schnell im Haus rein, nach Schraubschlüssel suchen und fertig. Und jetzt ist es ja noch einfacher, jetzt suche ich mir am Anfang einfach nur die Häuser mit dem besten Loot. Ich habe einen Zombie,
mit meinem Hammer gerade geschlagen. Der ist unter Wasser geflogen und brennt. Dass du direkt an Tag 1 gut entwickelt bist mit Munition, Waffen. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Schlüssel. Den blöden Raum haben wir letztes Mal fangen. Ich habe das gestern auch gemacht, Bulli, und ich habe tatsächlich an habe nur einen einzigen Raum vergessen. Ja? Dass ich dann nochmal durch bin. Nur einen. War ich ziemlich stolz auf mich. Ich habe jetzt so tatsächlich die Werkbank, Chemietisch jeweils in den Bänken dafür gefunden. Das ist irgendwie lustig. Was war das? 20 oder 25% Chance, glaube ich, dass der Plan da drin ist. Okay, das ist krass. Ich habe zwar den Zementmischer vorhin von Tim bekommen, jetzt habe ich ihn gerade selber gefunden, aber ich habe wirklich alle, die ich halt brauche, in den jeweiligen Bänken dafür gefunden. Hm. Und den Chemietisch sogar dreimal. Würde ich sagen. So soll es sein. Irgendwo muss so ein Zombie sein, der mir nicht angezeigt wird. Ja, wahrscheinlich wieder ein Raum. Bei mir war es aber so, wo ich nur einen Raum vergessen hatte, bin ich ein bisschen runtergegangen und dann wurde er auch angezeigt irgendwann. Spiritus brauche ich eigentlich auch nicht, habe ich auch schon so viel von. Meint ihr nicht gestern irgendjemand, man könnte Spiritus nicht mehr herstellen? Doch, das geht, Plastik ja. Kannst du nicht mehr herstellen. Ach, Plastik? Also, einfach alles wegwerfen. Geht da große Suchen nämlich los. Bestimmt wieder irgendein Dach mit blöde Geier. Hatten wir ja letztes Mal auch so ein Dach gehabt, wo noch Geier waren. Haben wir auch nie gesehen. Es war, glaube ich, 2 Stockwerke unterm Dach. Das Dach, das wir zuerst nicht hatten. Da musst du quasi auch in so einen Seitenraum rein.
und dann kommt sie über auf das Dach rüber, über so einen schmalen Weg am Rand. Da war ja der eine, den Raum habe ich gerade direkt aufgemacht und die Zombies erschossen. Siehst du, aber jetzt habe ich mich an das Dach gedacht, wo die Geist. Kann ja nur hier sein. Das Dach war richtig, aber ist immer noch nicht fertig jetzt. Ja, ich wette, es ist der gleiche Raum, der mir fehlt. Der ist, glaub, noch mal ein Stockwerk tiefer. So ein kleiner Raum, da sind 4 Zombies drin. In der Mitte so einer, den habe ich aber auch geklärt. Ja, ich glaube, er ist innen drin. Ich glaube nicht am Rand. Aber wenn nur noch ein Raum fehlt, wird er normalerweise angezeigt. Glaube ich. Wir sind ja, mir wird ja gar nichts angezeigt. Und ich bin halt den normalen Weg gelaufen. Ne? Es gibt in dem, warst du ganz unten bei dem Kameraraum hinten? Ah, ne, siehste, da war ich noch nicht drin. Mit der Munitionskiste, ne? Genau, und da sind ja noch ein paar Räume, da könnte vielleicht auch was sein. Ja, geh ich da nochmal hin. Muss ich gerade erstmal Treppenhaus finden. Ein Wolf manchmal. Wo kam ich denn her? Hier, genau über das Dach. Gucken wir mal. Boah. Ja, so geht's schneller nach unten. Ach, guck mal. Hier sind noch. Immer noch nicht fertig. Ach, ist das schön. Herrlich. Das siehst du mal, es ist doch mehr als ein Raum. Also ich glaube, wenn so noch einer ist, dann wird er dir auch angezeigt. Im Kameraraum ist kein Zombie. Aber gegenüber, nee, aber da war letzte Mal noch einer, ne? Genau, da geht's ja noch weiter da hinten rum. Muss aber auch nicht sein, dass da einer ist, aber kann. Ah, hier ist nichts. Gerade ein bisschen überfragt. Da liegt hier wieder irgendwo einer, aber ne, dann wird er ja anzeigen. Einfach so ätzend. Ich werde jeden Stockwerk nochmal durchlaufen.
Das muss eigentlich ein verschlossener Raum sein. In den offenen Räumen würden sie auch öffnen, wenn der durchläuft. Ja, das, aber ich laufe trotzdem einfach mal durch, weil ich weiß halt nicht, wo was offen ist, wo nicht. Ja, hier bin ich auf jeden Fall clear in der Etage. Da wird es dann da vorne, kann ich über den Fahrstuhl rein, aber geh einfach mal hier hoch jetzt. So, der war nämlich auch verschlossen hier, der Raum, das weiß ich. Der war auch verschlossen mit der Werkbank drin, aber hier war auch kein Zombie drin. Ne? Ja, hier geht es runter, um aufs nächste Stockwerk anzukommen. So. In und hinten Stash, der ist uninteressant. So, genau, hier geht's wieder aufs Dach. Ah, ja, hier habe ich was. Was aber immer noch nicht. Das ist aber nicht sehr gründlich. Den habe ich auch geklärt, den Raum, das weiß ich. Hier kommt man nur ins Treppenhaus, ja. Jetzt bin ich auf Stockwerk 7.
jetzt auch noch mal auf dem Dach, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Ach, das Dach ist das. Okay, hier ist aber nichts. Hier yeah, ist Sniper Volume 1, brauche ich nicht mehr. Also langsam bin ich überfragt hier, ehrlich. Nein. Ich habe gerade ein Bücherregal zerstört. Oh. Ich habe außersehen geschlagen mit dem Hammer und drehe mich um, weil vor mir ein Bücherregal war und haut es hinter mir kaputt. Und das war dazu noch ein ungelootetes. Beim nächsten Mal fehlt es natürlich auch. Fuck. Ich wette, da war das meine Buch drin. Stimmt. Absichtlich. Welches Art of Mining brauchst du mal, Tamina? Okay. Jetzt sieht es bei mir aus wie bei Joe. Ich habe nur noch 6 von 7. 6 von 7. Überall. Ich habe zwar auch schon welche fertig, aber alle anderen 6 von 7. Dann bin ich wieder auf dem Dach. Ach, wenn da war noch ein Raum oben, den habe ich extra nicht aufgemacht, weil ich den Loot jetzt nicht wollte. Aber ne, hier ist auch nichts. Ne, in dem ist gar nicht. Ich wette, es ist der Raum, den ich meine. Ich weiß aber nicht genau, wo er ist. Weil ich meine zwei Etagen tiefer war. Eine oder zwei tiefer müsste das sein. Ein oder zwei tiefer. Ein kleiner Raum. Das ist, glaube ich, sogar. Spring noch mal auf das Dach drauf, wo die Geier waren. Eventuell war es sogar der, wo man, wie man regulär auf das Dach drauf kommt, außenrum. Ich bin jetzt hier die. Guckst du gerade bei mir oder was? Ja. Weil ich bin jetzt. Hier standen wir ja schon mal vor. Den hatten wir schon mal vergessen, den Raum. Den habe ich vorhin direkt aufgebohrt und direkt die Zombies hier kaputt gehauen. So, dann bin ich kurz aufs Dach gegangen, hab die Geier dann platt gemacht, weil du kommst ja nachher durch so eine Toilette kommst du da eigentlich regulär raus, um in den Raum zu kommen. Ja, ja, warte doch, das habe ich gemeint. Genau, weil man in den Raum nur so reinkommt. Aber das war trotzdem nicht der Raum, den ich, an den ich jetzt zuerst gedacht habe. Ich habe nur gedacht, das sei der Weg gewesen, aber es war nochmal ein anderer. Also irgendwo ist nochmal so ein kleiner, da muss man meiner Meinung nach auch die Türe aufschlagen, um reinzukommen. Ja. Der hier zum Beispiel auch, wo ich stehe. Den hatten wir auch vergessen letzte Mal. Ich glaube noch mal eins tiefer. Oder warte, ist das jetzt die Etage, wo die ganzen Leichensäcke liegen? Oder ist die Etage mit den Leichensäcken, die Leichen. Ja, ich glaube, dann gehen wir eins runter. Schau, ja, jetzt muss ich erstmal über das Dach. Genau. Ja. Ich spring jetzt aber ein tiefer. Ich gehe jetzt nicht den Weg runter. Und wenn ich jetzt ein tiefer gehe, bin ich hier in den Dingen. Und check das Stockwerk nochmal genau, ob da noch irgendwo ein kleiner Raum ist. Hatte ich ja hier, war die ne Badezimmer gehabt. Da waren ja viele drinne. Der Computerraum hier habe ich alles gemacht, da oben den Raum habe ich gemacht. Hier ist ja nichts weiter so. Und durch die Decke oder sowas. Im Labyrinth hast du alle gemacht? Gut, da kann man, glaube ich, keine vergessen. Ja, richtig. So, und dann kommt der Raum, den habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich mir gerade auch nicht sicher.
Ah, Moment, ich glaube, ich weiß, welches ist. Geh mal ins zweite Stockwerk überhaupt, also eins über dem Erdgeschoss. Super. Ich weiß, was freue ich mich da unten, jetzt habe ich die Schnauze. Das hat beschissen, ne? Ehrlich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hier bin. Boah, ich mich hier einfach durch die Wände durch und fertig. So, jetzt bin ich im Labyrinth da drin erstmal. Ja, genau, von. Muss ich ja hier lang gehen, um zurückzukommen. So, jetzt bin ich da. Erste Etage. Und jetzt gehe ich genau quasi einmal komplett rumrum. Also genau gegenüber über den Graben rüber. Die Räume da rechts. Die sehen auch noch verschlossen aus. Da scheint es nicht drin gewesen zu sein. Ach jo, alles klar. Ja. Das hast du letzte Mal auch gemacht, als ich unten war, dann warst du hier oben. Ich kann mich noch dran erinnern. Ja, die haben wir auch auf dem Weg, wo wir dann gesucht haben. Da habe ich die gemacht. Ne, jetzt darf der mir nach oben gehen. Alter. Ja, aber jetzt wird dir wenigstens der letzte angezeigt. Oh. Bin ich mal gespannt, ob es der Raum ist, an den ich gedacht habe, den ich jetzt, wo ich nicht beschreiben konnte, weil ich nicht meine. Dann brauche ich echt einen Fallschirm für so eine Gebäude, ganz ehrlich. Mhm. Das wäre echt cool, ein Fallschirm. Nachdem sie diesen komischen Perk reingemacht haben, dass man über Minen laufen kann, dann würde ich auch echt einen Fallschirm reinbringen. Den Fallschirm würde ich besser finden als so einen Scheiß mit über Minen laufen. Ja, vor allem wenn du jetzt dann die Hochhäuser da hast. Wow, wo ist der denn? Der Etage. Geh ich nochmal einen höher? Ja, eine Runde muss. Wie soll das denn gehen? Ich bin auf der vierten Etage, ne? Gehe ich aber auf die fünfte. Auf der vierten sagt er mir ein hoch, auf der fünften sagt er mir ein. Entweder ein Geier oder es gibt halt wirklich so Zwischenetagen. Also überleg zum Beispiel das Labyrinth. Wenn du in dem Labyrinth gehst du immer eine halbe Etage nach oben. Ja, gut. Das Gebäude hat ja so hohe Etagen, dass es da locker möglich ist, eine halbe zu nehmen. Kann sogar sein mit dem Labyrinth, weil er nämlich hier gleich kommt. Warum ich hier einfach so durch den Boden, wenn ich über den Punkt bin? Wieso bekloppt mir gerade vor, ehrlich? Ich war schon am Überlegen. Mache ich die Quest, mache ich sie nicht? Hab sie gestern nochmal gemacht, da war sie echt relativ schnell erledigt. Ein Raum vergessen am Ende plus das Geierdach. Aber die sind mir dann beide alle. Das Geierdach ist mir gleich eingefallen und der Raum wurde mir dann angezeigt. Oh, der soll direkt hier drunter sein. Jetzt bohre ich mich einfach durch den Boden.
Bin ich gespannt. Wow, Alter. Auf den Schrank oder was? Ja, sieh ja, das war. Aber hast den. Guck ich mir den Raum mal an. Ja, ach, ja, genau. Der hast du nicht da. Auf. Hast du nicht aufgemacht? Ah, ich habe den nicht gesehen. Okay, ja. Ja, gut. Den hatte ich auch erst ganz später durchlaufen gesehen. Ah, ja, gut. Der ist direkt hier um die Ecke. Wenn du hier so lang läufst, da guckst du gar nicht hin. So. Was ein Elend. Ja, krass. Scheiert. Ich habe jetzt auch eine Quest im Higashi Tower. Aber ich muss nur was rausholen. Gönn die. Warte mal. Ach. Gerade mal ein Weich im Higashi Tower. Wo ich bin? Ja. Ich hab nicht auf die Map geschaut. Ja, super, jetzt du wirst ja auch nicht mehr abgeben können rechtzeitig, weil du so ewig brauchst. Furchtbar die Leute, die die Quest nicht fertig bekommen. Ich geh jetzt mal in den Ausgang zu. Du bist sogar schon hier. Aber geh mal vor meinem Moped runter, dann brauchst du nicht. Jetzt habe ich doch deins genommen, jetzt habe ich gerade extra nochmal geschaut. Sogar gut, weil in meinem ist voll die Muni drin. Ja, wir können auch ruhig tauschen. Obwohl meins ist, glaube ich, auch voll, sogar mit Münzen und so. Ich glaube, ich laufe schon wieder falsch. Ich bin gerade komplett raus hier aus dem Gebäude. Ja. Weißt du was, ey? Ich bohre mich jetzt einfach ins Fenster und. Wenn ich rausgehe, bohre ich mir immer einen Weg im Treppenhaus einfach frei. Ja, ich bin gerade zu doof, dann Treppenhaus zu finden. Das ist natürlich dann ärgerlich. Das ist dann natürlich doof, Bulli. Ja. So, ja, was soll ich sagen? Es ist für mich an der Zeit, wieder zu gehen. Wir hören und sehen uns morgen. Und arbeiten gehen, oder was? Ja. Na gut, viel dann. Spaß dir. Genau. Ah, bis morgen. Bis dann, wieder Weizsack. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Fuck. Ich habe übrigens heute meinen allerersten Ledermantel gefunden. Direkt angezogen. Ich habe noch überlegt, ich habe einen gefunden und habe ihn sogar eine Weile mit mir rumgeschleppt, aber das war gestern, wo du da nicht da warst. Und irgendwann habe ich ihn dann halt doch gespürt. Das ging mir richtig auf den Nerven mit dem Internet. Heute Nacht habe ich dann eine Meldung gekriegt, gegen 3 Uhr, dass ich wieder mit dem Internet. Krass. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Genau, so komplett aufgeschmissen, wenn ich kein Internet habe, weil ich habe kein Fernsehen mehr und alles. Am Montag haben sie im Iran das gesamte Internet abgeschaltet. Okay. Ja, ist in so einem Land wie Iran wollte ich nicht unbedingt leben. Also aus diversen Gründen. Ja. Das heißt, die wollen das verhindern, dass die Leute sich organisieren übers Netz. Dass Leute was? Dass Leute sich organisieren. Und dass Nachrichten aus dem Land kommen. Kannst du es nicht machen wie in China? Einfach zensieren? Ne, die haben das komplett abgeschaltet. So Netzspezialisten sagen, das wird eine Woche dauern, das überhaupt wieder online zu bekommen. Das Einzige, was noch läuft, ist... nee, so einfach ist das nicht. Die haben sämtliche Systemrouter, also die gesamte Netzinfrastruktur, die Backbones, alles abgeschaltet.
Und die einzigen, die im Moment quasi nach draußen berichten können, mit Ton und Bild, sind Leute mit Satellitentelefon. Ich frage mich ja, was passieren würde, wenn es in Deutschland, wenn die Regierung hier einfach das Internet abschalten würde, ob wir dann so typisch deutsch wären und einfach wieder nichts machen würden, oder ob da tatsächlich dann mal die Massen auf die Straßen gehen würden. Die würden eher in die Serverräume gehen. Oder in die Server. Weil dann würde irgendwas gar nicht mehr stimmen. Na, weißt du, die Regierung sagt, keine Ahnung, weißt du, in Deutschland würden sie es ja dann als irgendwas sicherheitsrelevantes argumentieren. Ja, klar ist es verfassungswidrig, ja, die sagen dann, es geht um die innere Sicherheit, muss das Internet für die nächsten Tage leider deaktiviert werden. Weißt du, die Deutschen sind ziemlich protestfaul. Und wehren sich relativ wenig. Gut, jetzt, ich behaupte mal, es gibt auch bei uns zum Rast dagegen. Aber schau einfach nur mal ins Nachbarland Frankreich, weißt du, da gehen die schon viel schneller auf die Straße und randalieren. Wofür gibt es eine Alternative? Das Randalieren. Ich bin überrascht, dass Stengi tatsächlich offline war jetzt heute Morgen, als ich reingeschaut habe. War mir ja ziemlich sicher, dass der immer noch streamt. Langsam ist ja aber Platzmangel. Ich finde, in dem Spiel fehlen Kühe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Wow. Wenn dich gehören die Kühe rein. Ey, also da haust den Champ, schau da rein und der kotzt erstmal alles aus, der doof. Das sind halt Vitamine. Nee, ich hasse das. Das soll nee. Nicht so sein. Nein. Hat hier 19 Gammel-Sandwiches in seinem Kackding drin und hat keine Vitamine. Ja, doch, ich hab Vitamine genug, das ist ja hier oben. Hab ich ja alles. Nehmen immer Vitamine, wenn ich keine Dosen fraß. Nur wenn ich an der Base bin, was zu essen, mir da was zu essen hole, dann hole ich mir immer vorher Vitamine rein. Ich habe hier auch schon wieder 60 mal Vitamine rumliegen. Braucht ihr? Ich verbrauche das Zeug ja nicht. Wird jetzt einfach mal mit. Später, Mel. Guten Hunger, Mel. Nachts wird gebuddelt, schön in Ruhe, hat alles weggemacht. So, ich habe jetzt 100. Was sage ich denn? 320.000 Münzen. Was hast du? 320.000 passiert. Ja, kann ich doch richtig auf Kacke hauen hier. Ja, da werde ich glaube ich demnächst mal zur Solarzellen-Shop gehen. Boah, jetzt ist hier irgendwo so ein Kojote oder was das sein soll. Nervt mich.
ist er denn? Toll, greif die Feuerwehr an, alles klar. Hallo, sag mit meiner Shotgun. Tja, kopflos. Beide hat gar nicht mehr gesagt, für was es eine Alternative gibt. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was für eine Alternative. Spannendste überhaupt. Ich brauche noch 13 Follower. Vielleicht muss ich so ein Follower-Goal reinmachen. Was für einen Schnitt hast du, Bulli? Was? Was für einen Schnitt hast du, Zuschauer? Weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken. Du musst wahrscheinlich nur noch das Follower-Ziel erreichen, oder? Ja, noch 20 brauche ich nur noch.
Ich würde halt auch gern länger streamen, aber ich muss halt zwischendurch immer aufhören, weil Kinder zum Beispiel gleich muss ich Essen machen für die Kleine. Weil die Frau ist mit dem Sohn ist sie in der Stadt mit ihrer Schwester. Und ich habe halt die Kleine hier. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn man sagt, dass man mal irgendwie für eine Stunde oder so weg ist. Ich glaube, das geht schon. Wenn der Stream interessant sind, kommen die Leute trotzdem wieder. Noch zwei rein und alle noch schräg hoch. Deine Tochter ist doch schon 3, die kannst du einfach selber was kochen. Wenn es nach ihr geht, würde den ganzen Tag nur Süßigkeiten und Kekse geben. Ich sag mal so, wenn es nach dem Papa geht, auch. Ja, richtig, aber guck ja schon immer, dass ich da ein bisschen aufpasse. Sonst sieht die nachher so aus wie ich, das muss ja nicht sein. Hab wegen dem Mist auch genug Scheiße in der Schule gemacht, von daher. Ich hab grundsätzlich ein Blei- und ein Lehmproblem. Echt? Das sind außergewöhnliche Probleme. Ja, weil das Sachen sind, die ich ungern farm. Also vor allen Dingen Lehm. Ja, aber Lehm ist doch so schnell zusammen. Das stimmt. Und man braucht ja relativ wenig Lehm. Beim Einschmelzen. Geht, ne? Eine Schmiede voll machen, Stack Lehm. Ich knall aber auch ordentlich was raus hier. Stahl rausziehen, dann Munition ohne Ende produzieren. Ja, aber bei Stahl ist ja auch so, dass du, weiß nicht, irgendwie 20 Eisen auf einen Demo oder sowas brauchst. Stahl, guck. Ja, ich brauche 30 Eisen und 3 Lehm. Okay, dann ist es 10-1. Nee, 15 Lehm. Ja, ja. Ja, aber 15 Lehm in der Schmiede sind aber umgerechnet 3 Lehm, was so, du sammelst. Ach so, so meinst. Ja, ja, ja. Da hast du natürlich recht. Die fängt nämlich schon an, wieder hier ihre Halloween-Tüte aufzumachen. Kurze, und das muss ja nicht sein. Warum ist überhaupt noch was drin? Aber ist ja auch Mittagsessenzeit, jetzt hat wahrscheinlich Hunger. Deswegen, ja. Muss ich jetzt mal ein Ende finden. Ich wollte ja auch nur die Quest schon fertig haben. Was gibt's da Leckeres? Ja, dann frage ich sie gleich, was sie haben will. Was kann der Papa denn alles? Kochen kann ich. Nur ich esse nicht alles. Ich kann zwar alles kochen, aber ich kann nicht alles. Weil du es nicht magst oder wegen Allergien? Nee, weil ich es nicht mag. Ich bin ein ganz komischer Esser, bin ich sehr, sehr. Also ich bin bei Gemüse sehr wählerisch. Die wichtigsten Sachen behaupte ich, esse ich, aber zum Beispiel richtig widerlich finde ich Brokkoli und Blumenkohl. Also Gemüse esse ich zum Beispiel gar nicht gekocht. Wenn ich Gemüse esse, dann nur rote. Einzige Gemüse, was ich gekocht esse, ist Paprika. Und das auch nur in, zum Beispiel, wenn ich eine Reispfanne mache mit Gehacktes und sowas, weißt du? Oder halt, wenn ich gehacktes Brötchen mache.
schön. Paprika gehört, ist bei mir auch eine von den Gemüsesorten, die ich nur gekocht essen kann. Roh mag ich die nicht. Gut, die esse ich auch so. Ja, nee, die Karotte zum Beispiel esse ich in beiden Formen. Roh und gekocht, aber bei Paprika, da geht es bei mir irgendwie. Ich mag die roh nicht. Meine ganze Familie isst das immer roh und ich mag es nicht. Aber noch interessanter ist mein Bruder. Der isst zwar deutlich mehr Gemüse als ich, aber er isst zum Beispiel gar keine Pilze. Kann ich aber noch halbwegs verstehen, wenn man Pilze nicht mag. Und er isst keine Schokolade. Da wird es dann langsam suspekt. Und Kartoffeln mag er auch nicht. Ja. Kartoffeln esse ich auch nicht. So. Boah, ich liebe Kartoffeln in jeder Form. Ich esse Chips, ich esse Pommes. Essig, Bratkartoffeln tue ich essen, aber nicht eine Kartoffel als Ganzes esse ich nicht. Ja, okay. Kartoffel esse ich auch nicht. Also Pommes und Chips ist für mich sowieso, das ist wie wenn man sagt, ich mag keine Tomaten, aber esse Ketchup. Das ist einfach, Ketchup sind keine Tomaten. Also es sind ja schon Tomaten, aber das schmeckt nicht wie Tomaten. Weil ich esse, aber bei mir ist das auch ein bisschen interessanter. Ich hasse Tomaten, finde die richtig eklig, aber Tomatensoße mag ich. Aber ja, Tomate, wenn ich mir einen Burger irgendwo bestelle, eigentlich immer ohne Tomate. Ich tue zum Beispiel den einzigen Ketchup, den ich mag, ist der von Hela, der Curry-Gewürz-Ketchup. Alle anderen Ketchup-Sachen hier mit Tomaten und so esse ich nicht, weil ich mag auch keine Tomaten. Wenn ich mir eine Pizza bestelle, dann ist keine Soße drauf und wenn ich Bock auf Soße habe, dann mache ich mir den Ketchup da drauf. Oder wenn Also Tomatensoße finde ich geil. Ja, also ich esse es, aber es schmeckt mir einfach nicht. Ich weiß nicht warum, es schmeckt mir einfach nicht. Ja, aber eine Bolognese-Soße schon, oder? Ne, das esse ich auch nicht. Nein. Krass. Ich bin bin ich ganz extrem. Mit mir kannst du auch nicht im Restaurant essen gehen oder so. Also klar, ne, dann würde ich mir jetzt zum Beispiel Wiener Schnitzel mit Pommes oder sowas bestellen oder Kroketten. Ne? Aber wenn ich dann sehe, dann wird mir das Essen am Tisch gebracht, da ist ein Salatblatt drauf auf dem Schnitzel mit Dressing, dann können die das direkt... Weil das okay, also wenn es so daneben liegt, wäre es mir egal. Wobei ein Salatblatt mit Dressing ist komisch neben Schnitzel. Weil ich hätte das Dressing an meinem Schnitzel dran. Ja, richtig. Und das ist es ja, das hasse ich ja. Deswegen, bei Essen bin ich ganz pingelig. Ich habe mir einmal eine Pizza bestellt. Und sag extra ohne Soße, ne? Hat erstmal eine Stunde gedauert, bis das da war. Da kriege ich schon immer das Kotzen bei. Ne? Dann kommt das Essen, ist falsch geliefert worden. Dann nimmt er das wieder mit. Dann hat das anderthalb Stunden gedauert. Dann habe ich da angerufen, gefragt, wo mein Essen ist. Ne? Da habe ich den gefragt, ob das Tier noch gefangen werden muss für die Salami und das Schinken da drauf. Ne? Da hat er angefangen zu lachen. Ich sage, ich finde das überhaupt nicht witzig. Ich habe Hunger. Ich warte seit 2,5 Stunden jetzt, dass mein richtiges Essen geliefert wird. Und ihr kriegt das nicht geschissen, mal eben hier einen vorbeizuschicken, der mir das bringt, oder was? Ja, hat der das lustig gefunden, mit, dass ich das gesagt habe, ob das Tier erst noch gefangen werden muss. Also, da kenne ich dann nichts. Beim Essen wäre ich dann echt zum Schwein. Ja, nee, da bin ich dann doch unkompliziert. Aber wenn ich, also ohne Tomatensauce wäre mein Leben echt schwer, weil ich habe immer keine Ahnung. Bei mir gibt es ständig Bolognese mit irgendwas. Die Beilage ist egal, mit Kartoffeln, mit Nudeln, völlig Wurst, aber Bolognese-Soße ist einfach so praktisch, lecker und schnell gemacht. Geht immer. Oder auch wenn kein Hackfleisch da ist, dann halt mit Würstchen drin. Okay. Tim? Mhm? Wie lange bist du noch am Stream? 5 Minuten. Okay. Wieso? Why? Weil ich ja jetzt auch aufhören muss und sonst hätte ich die Leute mal gut. Ja, schickst du zur Mine und sie sollen ein Follow da lassen. Mine streame aktuell nicht. Ja, deswegen. Aber dann kriegst du auch kein Follow. Schickst du doch zu Arn oder zu Neotrona. Ja, ich krieg mal was zurück. Aber nicht zu Arn. Zu Arn, bitte. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Zu Arn LP. Ja, genau, danke. Weil der ist cool. Ich muss mal Mittag machen.
So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich schicke euch dann mal. Denk dran, einen Stream auszumachen, das habe ich gestern vergessen. Ja. Ich danke ebenfalls fürs Zuschauen. Wünsche erstmal einen schönen Tag. Hoffe, der Joe streamt gleich. Kann man mal den weiter gucken, vielleicht. Bei mir ist der Autohost drin. Das heißt, ihr werdet irgendwo landen und es wird sicher ganz toll werden dort. Weil ich kann nie gucken, wer gerade streamt. Und ist mir auch egal. Mann, ich will weitermachen. Ich habe keine Zeit, ey. Keine Zeit. Okay. Und irgendwo ist Panzerglas und ich finde das nicht mehr. Also falls irgendjemand Panzerglas findet... Das ist meins. Irgendwo random hingelegt oder was? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch nicht so viele Stellen, wo es sein könnte. So, Jungs, ich sag da mal bis gleich mal. Ebenso, jo, gleich, auf später. Ja, den bin ich auch. Bye, bye. Bis später. Später.